Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ihr seht, hier hat sich schon wieder was geändert. Und ich begrüße euch erstmal zu einem neuen Odin war shoppen. Und ich habe jetzt hier drei Sachen. Eigentlich sollte jetzt hier alles drin sein, was ich denke, was drin sein sollte. Außer eine Sache, nee, zwei Sachen. Eins wird neu gemacht, kommt Montag, das erzähle ich euch. Dann, da mache ich nochmal ein extra Video zu. Und einmal kommt erst, was, das werde ich erwähnen und sagen, warum und weshalb. Das kommt aber erst am 1. Dezember. Hier sind aber mehrere Sachen schon mal auf jeden Fall. Und einmal mache ich nachher nochmal ein Spezial. Odin war shoppen Spezial, weil das ist, wäre zu groß, zu viel, zu lang. Warum und weshalb? Weil, ich habe euch ja angekündigt, weil ihr seht es ja. Jetzt habe ich da mördermäßig Platz. Und jetzt wirkt der Fernseher natürlich ziemlich klein. Der kann auch kein 3D und ist ja auch nur ein 42 Zoll. Der hat nur 107 cm. Und jetzt kommt da ein neuer hin, ein 55 Zoll mit 140 cm. Der kommt nachher. Ich habe schon einen Anruf gekriegt. Ja, der kommt nachher. Und da mache ich dann ein Sondervideo zu, weil da wie ich aufbaue, alle drum und dran. Ohne mal shoppen spielt. So. So, dann habe ich hier mal wieder was. Da wird der eine oder andere auch nicht schlecht kicken. Weil das habe ich ja regelmäßig mittlerweile. Mal wieder Ohrringe. Genau die gleiche Größe und so. Mal wieder für meine Tochter. Meine Tochter hat mal wieder ihre Ohrringe verloren. Also kauft Papa natürlich mal wieder neue Ohrringe. Naja, okay. Haben wir das erledigt. Und hier, weil der neue Fernseher kann ja 3D. Und da habe ich jetzt, ich packe jetzt hier immer aus, ich habe hier einmal, das ist, ach, das ist ja Teil 1 oder was, ja. Kasperle Theater 3D Teil 1 ist eine inklusive 2D Blu-ray, ist auch mit drin. Seht ihr das? Ja, das habe ich bestellt. Ja, da ist Kasperle Theater, auch so mit den alten Figuren. Ja, mit einem richtigen Kasperle halt, ja. Und mit Krokodil und so, aber halt 3D. Und habe ich gedacht, weil ich will mir sowieso denn aus der Videothek was holen für das Wochenende für mich und die Kleine. Und sowas habe ich gesehen bei Amazon für 5 Euro und noch was oder so, halt gleich zugegriffen. Weil da kannst du nichts verkehrt machen. Hier sollen 4 Sachen oder 5 Sachen drin sein, glaube ich zwar nicht ganz, aber okay. Und da habe ich gedacht, greifst du zu. Da wäre ich jetzt... Bin ich jetzt am überlegen, ob ich da vielleicht ein oder zwei wegpacke. Eins für Nikolaus, eine Blu-ray für Nikolaus, eine für Weihnachten noch zusätzlich, weil da oben liegt ja immer noch der 3D ist. Davon wie ich hätte nicht mitgekriegt, dass das Ding da oben schön offensichtlich, ja, da oben liegt da. Und wenn ihr das jetzt guckt und meine Tochter kennt, weil ich weiß, dass einige aus der Schule von meiner Tochter das kennen, erzählt ihr eine Schwarze zu Weihnachten kriegt und erzählt auch nicht, dass ich was ihr habe. Die glaubt nämlich nur ein Weihnachtsmann. Und ja. Das fällt nämlich gar nicht auf, weil ihr seht ja, da stehen Kartons, was ich zum Abarbeiten, und da fällt so ein Amazon-Karton überhaupt nicht auf, wenn der mal auf dem Schrank steht. Schön offensichtlich. Besser als verstecken, weil beim Verstecken würdet ihr es finden. Oh, doch. Doch. Passt doch hin. Okay. So, und da haben wir jetzt natürlich... Was sind das? 0 Euro. 150.000 Titel. Ach, er ist wieder da. Der Marsianer. Gibt es ja Hörbücher zum Marsianer, glaubst du? Hier, das habe ich auf dem Weg nach Thüringen gehört. Er ist wieder da. Da warte ich gerade auf den Film, dass man den als Blu-ray kaufen kann oder dass er bei Amazon Prime drin ist. So, mal ein bisschen sortieren hier. Zwei. Das ist 2, das ist 3. Dann müsste das rein theoretisch 4 sein, aber steht nicht drauf, dass das 4 ist. Okay, so. Dann haben wir Kasperle Theater Teil 2. Die Bremer, also Teil 1 war Kasperle und die magische... Ach, der magische Besen, gut. Und das... Kasperle Theater Teil 3, Teil 2 ist Bremer Stadtmusikanten, auch in 3D. 2D ist auch mit bei, ja, bin ich mal gespannt. Dann haben wir noch
Rumpelstilzchen, auch 3D, ist Teil 3. Ja, das ist so Rumpelstilzchen, auch wieder 2D, 3D, alles mit dabei. Und da steht auch die 3 noch. Ja, bei 2 habt ihr das auch gesehen. Hier steht, ist Teil 4, aber hier steht es nicht dran. Ne? Weihnachten mit Opa Franz. Puppentheater in 3D. Das ist eigentlich Teil 4, aber steht hier nicht drauf. Ja, auf den anderen stand es drauf. Weihnachten mit Opa Franz. So, das sind die 3D Blu-rays, die ich geholt habe für mich und meine Tochter, die ich mir ausbauen werde. Und dann habe ich mir noch ein PlayStation-Spiel geholt. Da wird es auch ein Gameplay-Review geben, wo ich dann ein bisschen das mit euch spielen werde. Ich kenne das Spiel schon. Ich bin mal gespannt, ob ich mich noch recht erinnern kann an das Spiel. Und dann wird es nochmal eine Gameplay-Review geben für das, was jetzt nicht mit bei ist, was im Dezember kommt. Im Dezember kommt nämlich Just Cause 3. Da habe ich mir jetzt schon vorbestellt. Das müsste dann zum 1., 2. Dezember hier sein. Das wird auf jeden Fall kommen. Dann Montag kommt noch ein Pullover. Den werde ich euch auch präsentieren. Und dann haben wir hier seht ihr das? Darksiders! Für die PS4. Ich habe es ja auf der PS3 schon gehabt oder habe es immer noch. Hab auch Darksiders für die PS3 mit sämtlichen DLCs. Ich habe mir jede DLC gekauft. Jedes. Jetzt habe ich es auch für die PS4. Hier ist wohl All-Inclusives, also alles inklusive. Ich bin mal gespannt, ob ich mir selber auch ein Paket schicken kann. Weil innerhalb von Darksiders ist es ja möglich, einem Freund Waffen oder Rüstungsteile zu schenken oder zu schicken. Ich bin mal gespannt, weil meinen Spielstand kann ich ja logischerweise nicht mit übernehmen. Ich habe aber ein paar gute Waffen drüben in meinem anderen Spielstand kreiert und selber gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die mir hier schicken kann in Darksiders. Dass ich sage, ich schicke einen Brief an mich selber und dann gehe ich schnell raus aus dem Spiel oder mache die PS4 an. Und gucke, ob ich mir denn hier, kann ja mit HDMI hin und her wechseln, ob ich mir selber was hin und her schicken kann. Oder ob das hier überhaupt noch inklusive ist, dass man sowas machen kann. Ja, das ist diesmal jetzt, Deep Silver gibt's ja nicht mehr, das ist jetzt von Nordic Games. Ich hatte auch da die Anfrage gestellt. Ja, jetzt habe ich es mir gekauft. So, dann werde ich das auch gleich mal... Achso, hier habe ich ja immer noch, das ist immer noch eingepackt durch den Küchenumbau. Das kommt jetzt dran, das kommt natürlich nach oben gepackt, weil das als erstes abgearbeitet wird. Borderlands, nachher kommt der Fernseher. Ich bin jetzt gleich noch hier am Putzen. Ich werde jetzt erstmal die Blu-rays in den Schrank hier oben rinräumen. Werde nachher dann natürlich noch das Odin war shoppen spezial machen zum neuen Fernsehen. War noch irgendwas? Das war's eigentlich. Ach, dann Montag dann halt zum Pullover und so. Aber das war's dann eigentlich. Heute Abend dann halt will ich dann in Ruhe machen, eine Runde zocken und den neuen Fernseher genießen. Und ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Ach, guckt, wenn ihr das geguckt habt jetzt hier schon, weil ich komme ja nicht rechtzeitig dazu, das online zu schalten. Das wird bestimmt nach dem Wochenende passieren. Guckt mal in die Videos, die ich am Wochenende online geschalten habe. Ich habe Bartpflegeprodukte online geschalten. Guckt mal darin. Das liegt mir sehr am Herzen, finde ich total toll. Ja, mein Bart fühlt sich auf jeden Fall gepflegter an und sieht auch gepflegter aus. Aber jetzt haue ich wirklich ab. Ich muss das einsortieren, ich muss hier weiter putzen. Weil ich muss bald meine Tochter holen. Ahoi, sagt euer Odin.